Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen Dolinstag wünsche ich euch. Heute mal wieder, wie letzte Woche auch, mit einem etwas kleineren Video, weil ich wieder ganz wenig Zeit hatte. Das Wochenende war voll gestopft mit irgendwelchen Dingen, die ich machen musste. Deswegen habe ich mir überlegt, bevor gar kein Video kommt, mache ich ein Tag-Video. Ich bin leider nicht cool genug, um getaggt zu werden von anderen, deswegen musste ich mich irgendwie taggen lassen. Das heißt, ich habe einfach gefragt, was für ein Tag wollt ihr sehen? Beziehungsweise ich habe eine Person, Leon, hi Leon, habe ich gefragt, was für ein Tag er sich denn vorstellen könnte. Und er hat mir dann so eine Liste geschickt und wollte eigentlich, dass ich den... Jetzt habe ich wieder den Namen vergessen. Er wollte eigentlich, dass ich den Dies-Das-Tag mache von Lion T, Leon T, Lion T, Leon T, wie auch immer das ausgesprochen wird. Ich habe keine Ahnung. Oder halt den Tag, den ich jetzt machen werde. Das ist der, oh Gott, letztes Mal, erstes Mal Tag, andersrum, erst das erste, dann das letzte Mal. Das finde ich einfach spannender, jetzt vor allem, weil auch viele neue Leute dazu gekommen sind. Grüße an die Pizza Meat Army. Ist es ja eigentlich gar nicht so schlecht, wenn ich mal so einen Tag mache, wo ich ein bisschen was über mich erzähle, ein bisschen privater vielleicht. Ich weiß nicht, ich habe die Fragen noch nicht durchgelesen, aber deswegen habe ich mich auch für diesen Tag entschieden und nicht für diesen Dies, Das, weil das ist sowas wie entweder oder. Aber wenn ihr sehen wollt, wie ich diesen Tag auch noch mache und nicht nur diesen letztes Mal, erstes Mal Tag, dann könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Dann kann ich das einfach auch so mal zwischendurch, oder wenn ich wie diese Woche keine Zeit habe, kann ich das bringen. Oder wie gesagt, sonst einfach zwischendurch mal. Nicht an einem Dienstag, sondern an einem anderen Tag. Weil das sind so Videos, die sind schnell gemacht. Du setzt dich vor die Kamera, laberst einfach was und dann ist das Video fertig. Mit dem ersten Mal fangen wir natürlich an, weil, ne, ist also chronologisch, Reihenfolge ist richtig. Dein erster Tweet. Richtig witzig, mein erster Tweet ist gestern passiert. Also heute ist jetzt Montag, morgen ist dann Dienstag, wo ihr das Video seht. Und Sonntag habe ich das erste Mal in meinem Leben getweetet. Hier ist so mein Tweet-Dingens, wo ihr mich alle tweeten könnt. Ich finde Twitter voll komisch irgendwie. Also ich habe das heute, glaube ich, so ein bisschen gecheckt, wie das funktioniert. Aber es dauert, glaube ich, noch ein bisschen, bis ich da wirklich mit klarkomme. Dein erstes YouTube-Video war bei Any Art auf jeden Fall. Na, eigentlich nicht. Eigentlich hatte ich vorher noch einen eigenen Kanal. Also gar nicht, gar keinen Kanal. Da war ich, das war 2007 oder so, da habe ich die Videos hochgeladen. Aber auch nicht von mir, sondern einmal von Rock am Ring und von Fußball. Vom Fußball. Ich hatte eine Dauerkarte für Gladbach und in der Zeit habe ich auch zu zwei, drei Spielen meine Kamera mitgenommen. Das waren so meine ersten Videos. Aber das erste richtige Video, wo man auch mich sieht, ist, glaube ich, mit Dom zusammen eine Adventure-Map, Minecraft-Adventure-Map gewesen. Aber ich weiß das nicht mehr so genau. Ich glaube, ich kann mich an diese Zeit überhaupt nicht mehr erinnern. Redest du noch mit deinem ersten Beziehungspartner? Ja, also meine erste Beziehung war in der 5. Klasse und in der 6. Klasse nochmal. Wir waren gleich zweimal zusammen, aber immer nur so für 3-4 Monate oder so. Und auch nicht wirklich. Wir haben nur gechattet bei ICQ. Wir haben in der Schule, haben wir uns nie unterhalten. Das waren noch andere Zeiten irgendwie. Da waren wir noch so jetzt in der 5., 6. Klasse, knutschen die schon alle rum. Und wir waren halt noch so voll schüchtern und so erste Kontakt so mit den Jungs und es war voll süß. Und aber mit dem habe ich immer noch, also habe ich bis zur 13 halt Durchschule gemacht und mit dem war ich auch sehr gut befreundet und jetzt immer noch. Was war dein erstes alkoholisches Getränk? Dein erstes alkoholisches Getränk war mit, verurteilt mich nicht, 5 Jahren. Da saß ich auf meiner Schaukel draußen im Garten und dann kam mein Opa und sagt, hier, Kind, trink mal einen Schluck, und ich habe halt einen Schluck Bier getrunken. Das war so mein erstes alkoholisches Getränk. Harte Kindheit. Ansonsten, glaube ich, war das mal so ein Sekt oder so. Ich glaube, es war so, also da hat man mit den Eltern, wenn man dann so 14 geworden ist, durfte man mal ein Glas Sekt mit Orangensaft oder so zusammentrinken. Das war der andere Zeit damals, als ich jung war. Da gab es das nicht wie heute, dass die mit 14 da schon ihre Cocktails trinken und auf Partys gehen. Furchtbar. Da waren wir noch nett und brav. Keine Ahnung, ihr seid ja alle voll verkorkst jetzt. Was war dein erster Job? Mein erster richtiger Job, wo ich dann auch wirklich gearbeitet habe, was man als Arbeit auch im Lebenslauf zum Beispiel schreiben könnte, war in Neuss bei einem Einzelhandel. Und da habe ich an der Kasse gearbeitet. Also nicht im Verkauf, sondern wirklich nur an der Kasse. Und das war langweilig. In diesen Laden sind so wenig Leute reingekommen. Da hatte man, bei einem schlechten Tag, hatte man so in 3 Stunden vielleicht 5 Kunden. Das war so langweilig. Aber naja, was will man machen? Dafür war es schlecht bezahlt. Es war langweilig und schlecht bezahlt.
Aber so muss ein erster Job sein, oder? So wie die erste Wohnung klein und scheiße sein muss. Es gehört irgendwie, es gehört sich so. Was war dein erstes Auto? Ich habe kein Auto. Ich hatte noch nie ein Auto. Es gibt kein erstes Auto. Mein erstes Auto wird sein ein Jaguar oder ein Audi TT. Ich bin mir da sehr sicher. Ich glaube, das wird so sein. Wer hat dir heute das erste Mal geschrieben? Bram. Wohin ging es, als du das erste Mal in einem Flugzeug saßt? Ich glaube, das war nach Griechenland, nach Kreta, das ist so eine Insel in Griechenland. Ich glaube, das war mein erster Flug, wenn ich mich so richtig erinnere. Ich glaube schon, ja. Wer war dein erster bester Freund, beste Freundin? Hast du noch Kontakt zu ihm oder ihr? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil ich eigentlich gar nicht so wirklich, wirklich einen besten Freund oder eine beste Freundin hatte in meinem Leben. Also ich hatte viele gute Freunde. Auch so in der Kindergartenzeit schon war das so, dass ich einfach nur viele, viele Freunde hatte, aber nie sowas wie einen besten Freund. Das liegt aber auch ein bisschen daran, dass ich halt irgendwie nie so diese Dinge mache, die man sich vorstellt unter den besten Freunden. Also ich erzähle Menschen irgendwie nicht so wirklich von meinem Problem oder wie es mir wirklich geht. Das ist irgendwie so, weiß ich nicht. Das mag ich nicht. Das tut mir auch nicht gut. Ich habe es mal versucht, aber es hat mir nicht funktioniert. Ich behalte Sachen lieber für mich und dann ist alles gut. Deswegen habe ich nie so wirklich so eine krasse beste Freund, beste Freundin gehabt. Aber wenn man es dann so nimmt, hatte ich meinen besten Freund, als ich 15 war. Das war halt so, was man gesagt hat, bester Freund, so, wenn wir uns zwar gut verstanden haben und so. Und zu ihm habe ich jetzt gerade keinen Kontakt mehr. Was war das Erste, was du diesen Morgen getan hast? Aufstehen? Mich anziehen? Ins Bad gehen? Duschen? Irgendwie sowas? Dein erstes Konzert, auf dem du warst? Also das erste Konzert, auf dem ich war, war glaube ich Nena. Da war ich auch jung, da war ich vielleicht 7 oder so. Meine Eltern waren halt da und haben mich dann mitgenommen, weil ich fand die auch ganz gut so. War halt so die Zeit, in der man sowas auch gehört hat. Also als kleines Kind sowieso, da hörst du ja alles, was die Eltern irgendwie so ein bisschen hören. Da war ich auf dem Konzert und das erste Konzert, wo ich dann alleine war, das waren die Ärzte in der Wuhlheide in Berlin. Und das war am 12.07.2008. Das weiß ich irgendwie noch, dieses Datum bleibt mir irgendwie im Kopf. Was machst du als erstes, wenn du nach Hause kommst? Also ich gehe erstmal davon aus, dass da gemeint ist, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, nehme ich meine Tasche und hänge die an einen Stuhl. Das ist irgendwie das Erste. So, jetzt geht's auch schon zum letzten Mal. Ich denke, ich habe einige von den Fragen rausgeschnitten, weil das sind extrem viele und ich glaube, die Hälfte davon ist hammer uninteressant. Vielleicht schneide ich das alles so ein bisschen zusammen, dass ich nur die interessantesten nehme. Okay, das letzte Mal, mein letzter Tweet. Das war, glaube ich, auch mein erster Tweet. Ich glaube, ich habe noch nichts anderes getweetet. Ich habe halt so geantwortet, aber das zählt ja nicht als Tweet, oder? Deine letzte Mahlzeit. Das war vor jetzt gerade 10 Sekunden ungefähr, also bevor ich mich hingesetzt habe. Und es war ein leckerer Spinat-Nudelauflauf, ja. Dein letzter Traum war auf jeden Fall heute Nacht, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich träume jede Nacht und erinnere mich eigentlich auch meistens daran. Diese Nacht irgendwie nicht. Der letzte Traum, an den ich mich erinnern kann, war die Nacht davor. Und da habe ich geträumt, oder die Nacht davor? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwann halt die Nachten davor. Und habe geträumt, dass eine Sintflut war bei mir draußen und ich musste irgendwie im Garten, war irgendwie so ein Bunker und ich musste den irgendwie fluten, um da rauszukommen. Weil da war halt dieser Bunker und alles oben drüber war Wasser und dann musste ich Wasser reinlaufen lassen, damit ich hochkomme. Das war voll merkwürdig. Deine letzte SMS, die ging, glaube ich, an Dom. Lass mich nicht lügen. Ja, die ging an Dom und er hat gefragt, ob wir morgen einen Livestream machen. Und ich habe gesagt, ja, können wir machen. Heute Abend gibt es einen Livestream. Hey! Jetzt habe ich das weggemacht. Ich bin ein bisschen doof. Ich bin ein bisschen doof. Okay. Dein letzter Schuhkauf. Das war jetzt am Wochenende. Und zwar war ich bei Primark und habe mir 2 Paar Schuhe gekauft. So Sandalen. Also, wenn ihr Schuhe kaufen wollt, für günstig, geht zu Primark. Die sind mega. Die sehen auch noch gut aus. Dein letztes Instagram-Bild. War auch gerade eben. Und zwar war ich gerade kreativ und habe etwas gezeichnet und das habe ich fotografiert und bei Instagram hochgeladen. Zack, guckt hier vorbei, wenn ihr das sehen wollt. Dein letzter Kinobesuch? Das war in Hamburg mit der Isi und dem Henrik und der Freundin von Henrik. Und da haben wir The First Avenger geguckt. Das war ein guter Film. Letzte abonnierte Person auf YouTube? Weiß ich nicht.
Ich mache so viel auf YouTube jeden Tag. Ich weiß das nicht. Ich glaube, ich weiß es doch. Ich glaube, das war Lukas der Rapper. Das letzte, was du vorm Schlafengehen machst. Ganz eindeutig. Instagram, Facebook, Twitter inzwischen seit gestern. Clash of Clans. Ich habe so eine coole Family Guy App. Alles, was auf meinem Handy ist, was man irgendwie, was einem irgendwie vom Schlafen abhält, das gehe ich einfach alles nochmal durch. Mails checken, nochmal mit irgendwelchen Leuten hin und her schreiben. Also ganz, ganz viel an meinem Handy machen. Ich glaube, ich gehe ins Bett und bin noch eine Stunde am Handy, was total unnütz ist und wo ich auch eigentlich einfach das ausmachen könnte und ins Bett gehen muss. Aber nein, ich mache das einfach. Dein letztes gelesenes Buch. Ich habe das gerade mal geholt. Das ist dieses mega coole Werk hier von meinem Lieblingsautor John Green. Ich habe so eine ganze Box von dem. Ich lese es auch auf Englisch. Paper Towns heißt das letzte Buch, was ich jetzt gelesen habe von ihm. Vorher habe ich noch zwei andere gelesen. Zwei habe ich noch. Yeah! Und da geht es darum, dass ein liebes Mädel verschwindet und hier so Spuren hinterlässt und ein lieber Junge versucht, sie zu finden. Und das ist extrem cool und man verliebt sich so in die Charaktere, also nicht wirklich, aber die gehen einem so ans Herzen und das ist richtig krass und generell, wie der schreibt. Also wenn ihr Bücher gern lest, holt euch auf jeden Fall die John Green Bücher, alle, die er hat, vor allem The Fault in Our Stars. Auch gerne in Englisch, wenn ihr es könnt, weil Englisch ist einfach das Bessere als das Deutsche. Das Übersetzung ist immer scheiße. Deswegen kauft euch dieses Buch. Okay, das war's dann auch jetzt mit diesem Tag. Irgendwie ist das Video jetzt doch, glaube ich, länger geworden, als ich es gedacht hätte. Ich dachte, das geht voll schnell, so einfach nur ein bisschen Fragen beantworten. Aber irgendwie hat es doch echt lang gedauert. Und ich bin mir voll sicher, dass ich mich richtig lange noch an den Schnitt setzen werde. Und das alles noch irgendwie voll aufwendig, was euch wahrscheinlich gar nicht auffällt. Aber es ist richtig aufwendig, zusammenschneide. Aber mein Ich in der Zukunft, du hast es jetzt geschafft. Wenn euch dieses Video gefallen hat und wenn euch dieser Tag gefallen hat, dann lasst mich das doch einfach mit einem Daumen hoch oder einem Kommentar wissen. Wenn ihr noch andere Tags wisst, die ich gerne machen sollen würde, Sachen, die ihr von mir wissen wollt in Sachen Tags, ihr wisst schon, was ich meine, dann schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare, fände ich ganz cool. Und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Und ciao!